Na, liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen denn am bzw. mit dem heutigen 3. Oktober? Ist Ihnen da so zum Feiern zumute? Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe mit diesem Datum besonders in den letzten Jahren immer mehr Probleme. Und das hat zwei Gründe. Einerseits habe ich das Gefühl, unser Land ist gespalten worden. Ja, und ich sage absichtlich gespalten worden in den letzten Jahren. Erst in Asylkritiker gegen Willkommensklatscher. Naja, und dann direkt im Anschluss in Corona-Leugner gegen, Spritzen- und Masken-Junkies. Naja, und jetzt aktuell in Kriegstreiber und Kriegshetzer, also all diejenigen, die gar nicht schnell und viel genug schwere Waffen an die Ostfront bringen wollen. Ne? Hatten wir auch schon mal in der Geschichte, also so Panzer mit dem Eisernen Kreuz, die in den ukrainischen Weiten brennen. Das gab es schon mal, ging auch irgendwie nicht so gut aus, also für uns. Gegen die Friedenstauben. Und da musst du heute vorsichtig sein in Deutschland. Wenn du sagst, du bist für einen Frieden, Gottes Willen, da steht ja gleich der Verfassungsschutz vor der Tür, ja, wegen staatsfeindlicher Hetze oder rüstungskonzernfeindlicher Hetze, besser gesagt. Und die andere Sache ist, es war doch gar keine Wiedervereinigung, das sagen wir jetzt mal ehrlich. Und da will ich jetzt gar nicht mich festlegen auf die Leute, die sagen, Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin, um Himmels Willen. Also nicht, dass sie denken, ich bin Reichsbürger. Darum geht's gar nicht, nein. Es war keine Wiedervereinigung. Ich habe es extra mal rausgesucht. Korrekt im Behördendeutsch heißt es, Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Das klingt jetzt nicht unbedingt so nach einer gleichberechtigten Hochzeit, wenn ich irgendwo beitrete. Ja. Gut, jetzt kann man auch sagen, mancher Mann, der tritt auch dem Geltungsbereich des Grundgesetzes seiner Ehefrau bei. Ne? Also, ich nicht, ich bin ja glücklicher Single, ne? Das ist was anderes. Aber das, wenn ich irgendwo beitrete, das klingt so wie Juniorpartner, wenn überhaupt so, dann muss ich halt auch machen, was der große Bruder oder in dem Fall der reiche Onkel aus dem Westen sagt. Und dann überhaupt dieses Datum. Warum denn jetzt der 3. Oktober? Was hat denn der mit der Wiedervereinigung zu tun? Normalerweise hätte es ja der 9. November 1989 sein müssen, also oder der 9. November überhaupt, ne? Tag der Maueröffnung. Das ist eigentlich das Datum. Gut, da hat man gesagt, das ist ein bisschen historisch vorbelastet. Wissen Sie was? Wenn ich die 12 Jahre der schrecklichen Nazi-Herrschaft nehme, da ist doch an jedem Tag irgendwas passiert, da ist doch jeder Tag am Ende historisch vorbelastet. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, was weiß ich, Hitler zum Beispiel, der war Vegetarier, also darf niemand mehr Vegetarier sein, weil wenn ich mich zum vegetarischen Essen bekenne, dann bin ich ja auch, ne? So, oder Volkswagen, noch schlimmer, Volkswagen, da steckt der Volk drin, machen wir lieber Bevölkerungswagen. Nee, gut, also 9. November ging nicht historisch vorbelastet. Gut, warum nicht der 17. Juni? Ja, wir erinnern uns, 17. Juni 1953, Volksaufstand in der DDR. Mutige Bürger haben sich gegen das kommunistische Regime gewendet und, da muss man auch dazu sagen, denen ist es nur ganz knapp gelungen, nur dank der russischen Panzer, sonst wäre es da schon aus gewesen mit Kommunismus und Co. Ja? So, ja, hätte man doch machen können. Ich meine, ob es jetzt der 3. Oktober 1990 oder 17. Juni 1991 gewesen wäre, wäre es halt mal 9 Monate länger gewesen. So vielleicht so eine Wohngemeinschaft von den zwei deutschen Staaten, so eine Beziehung auf Probe. Vielleicht hätte man ja noch ein paar Monate mehr Zeit gehabt, da hätte man vielleicht auch manche Sachen besser machen können. Wissen Sie, wenn man nicht so unter Zeitdruck steht, da kann man ja vielleicht mal mehr überlegen. Und da gibt es viele Sachen, die man hätte besser machen können. Ja? Aber der 17. Juni, der wurde ja auch dann abgeschafft. Als Feiertag, ne? Also nicht der 17. Juni an sich, sondern abgeschafft. Als Feiertag, ausgerechnet von der CDU. Ja.
Und dazu hat ein sächsischer Landtagsabgeordneter, der Norbert Meyer, hat da einen recht interessanten Artikel geschrieben, was da vielleicht die Hintergründe gewesen sein könnten. Ist recht lesenswert. Würde ich Ihnen mal eine Empfehlung dazu geben. Ich habe es unten mit in den Begleittext unter dem Video steht ein Link drin. Können Sie sich mal durchlesen. Klingt doch durchaus plausibel. Warum hat man den nicht weiter bestehen lassen, den 17. als Feiertag? Also ich finde das schon, wenn es einen Volksaufstand gibt in einem Land, achso, vielleicht könnte ja auch sein, dass man daran nicht so erinnern will, dass das Volk aufstehen könnte und sich gegen die Machthaber wehren könnte, die diktatorische Mittel. Das ist natürlich wieder das Verschwörungstheorie. Ne? Vielleicht nutzen wir auch alle mal den heutigen Feiertag, um ein bisschen nachzudenken über diesen Begriff Einheit. Wissen Sie, ich sehe es ja oft genug, dass man selbst, ich sag mal, in der Filterblase, in der patriotischen Filterblase, heillos manchmal zerstritten ist. Da sage ich mir auch, wenn wir schon so intern die Querelen haben, wie wollen wir dann ein ganzes Land einen? Und jetzt mal ehrlich, es hat doch keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, auch ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Vielleicht nutzen wir die Zeit, um mal drüber nachzudenken, was Einheit wirklich bedeutet. Ansonsten, ich hoffe, Sie hatten einen Brückentag genommen. Sie haben ein schönes, langes Wochenende. Wir haben es, also hier bei uns in Dresden, 28 Grad, Sonnenschein. Das am 3. Oktober. Vielleicht hat ja die Greta doch recht mit der Klimaerwärmung. Gut, ehrlich gesagt, mir wäre es ganz recht. Vielleicht, wissen Sie was, wenn das bis zum 23. Dezember so bleibt, dann über Weihnachten ein bisschen Schnee und dann quasi am 3. Feiertag wieder warm wird. Das wäre ja auch gut, da bräuchte man nicht so viel Gas. Das wäre dann quasi, da wären wir gegen Putin, Klimaerwärmung gegen Putin. Ne? Also dann tun wir den russischen Angriffskrieg, die Finanzierung unterminieren. Ha? Muss man auch mal drüber nachdenken, wenn es überall wärmer wird, da könnte der Russe gar kein Gas mehr verkaufen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feiertag, auch wenn Sie nicht feiern, genießen Sie es einfach. Wir sehen uns hoffentlich wieder, bleiben Sie mir gewogen und bleiben Sie kritisch. Achso, und noch was. Die Farbe des Hemdes hat überhaupt keine politische Aussagekraft. Nicht, dass Sie jetzt denken, hier, der Gerke ist irgendwie umgeschwenkt hier oder so. Nee. Also alles schon nur schön. Mal rot. Mut zur Farbe. In dem Sinne, bis bald. Ihr Elmar Gerke.